Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ich habe es endlich geschafft, die ganzen Philippinen-Videos fertig zu schneiden. Nur mal, dass ihr so ein bisschen wisst, wie lange das Ganze gedauert hat. Ich habe jetzt jeden Tag euch zwei Videos geschnitten. Ich war jetzt echt 5 Tage dran, jeden Tag am Video schneiden. Aber jetzt bin ich endlich up to date. Und heute hier in Hongkong ist Nationalfeiertag. Das heißt, die haben alle Urlaub und Paul ist auch wieder am Start. Guten Tag! Guten Tag, richtig nice. Und wir gehen jetzt in irgendeinen Park, spielen ein bisschen Fußball und ein bisschen Frisbee. Ja, und chillen ein bisschen. Ich habe meine Drohne dabei. Wird bestimmt ein cooler Tag. Habt ihr das gesehen? Die haben hier eine fette Rennstrecke für RC-Cars. Richtig krass, Mann. Und ja, wir sind jetzt in dem Park angekommen. Schaut euch mal an, was hier los ist. Ist unglaublich. Alles voll mit Chinesen. Wow. Bleh. War wohl nichts mit Drohne fliegen, ha? Jetzt sitzen wir auch schon wieder im Bus und es geht zurück. Und schaut mal, da hinten geht gerade so ein bisschen die Sonne unter. Sehr nice. Paul. Hello. What's up? Happy to see you. Yeah. What's up? Germany. Tom. What's up? Wir sind zurück im Apartment und wir schauen jetzt einen Film, weil einer von den Jungs, der hat so einen ganz kleinen Beamer, richtig nice, und da gucken wir jetzt hier fetten Film. Ich weiß zwar nicht, was wir gucken, aber wird bestimmt ganz cool. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich morgen früh wieder. Ich bin gerade aufgestanden und jetzt muss ich euch mal ganz kurz jemanden vorstellen. Und zwar den Phil von The Sunny Side. Den habe ich auf meiner Weltreise sogar schon mal getroffen in Bali und ist ein richtig cooler Typ. Und was er jetzt genau macht mit seinem Channel gerade, kann er euch am besten selbst erklären. Los geht's. Das da unten ist unser Defender Willi. Und wir sind Phil und Caro und fahren mit ihm um die Welt. Momentan sind wir im kalten Kanada. Der Hammer, guck mal hier. Das ist absolut krass. Unsere Reise wird uns die Panamericaner runter bis nach Feuerland führen. Also viel Spaß auf The Sunny Side. Hört sich doch nicht schlecht an, oder? Schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei und lasst ihm von mir Grüße und ein Abo da. Und ich gehe jetzt los, einen Kumpel besuchen, und zwar den Paul, der hier auch wohnt, der Franzose. Und der arbeitet hier in einem Tunnelprojekt, also in einem der größten Tunnelprojekte Hongkongs. Und die haben auch die größte Tunnelgrabmaschine der Welt am Start. Und das Projekt gehe ich mir jetzt anschauen. Er hat mich eingeladen, dass ich mal auf seinem Job vorbeischaue. Und ja, es könnte ganz interessant werden, oder? Ich habe sowas noch nie gesehen davor. Und ich glaube, die Chance, dass man sowas zu Gesicht bekommt, ist auch echt relativ gering. Wir haben mal wieder wunderschönes Wetter und was ich euch noch gar nicht erzählt habe, Hongkong ist verdammt teuer, das hätte ich gar nicht erwartet. Wenn man irgendwie essen geht, zahlt man immer so 8, 9 Euro, was ich schon echt irgendwie viel finde, nachdem ich auf den Philippinen war. Und hier gibt es auch irgendwie keine Ampeln und so, man muss immer über die Straße drüber laufen. Und ein Kumpel von Paul wurde hier letztens mit dem Fahrrad überfahren und ist gestorben, also einen Tag bevor ich angekommen bin. Richtig krass, oder? Hier bin ich jetzt und hierhin muss ich. Ich bin jetzt auf der anderen Seite von Hongkong angekommen und muss jetzt da hinten ein Taxi nehmen und mal schauen, ob die wissen, wo ich hin muss. Hier gehen die Türen auch wieder von alleine zu. Richtig cool und ja, wir sind unterwegs. Ich hoffe, er hat mich richtig verstanden, ansonsten ist es ein bisschen schlecht. Schauen wir mal. Thank you.
bin angekommen und schaut euch mal an. Das ist der Plan für den Tunnel, weil der gebaut wird. Und ja, der geht unter Wasser durch. Richtig krass. Hier links sieht man, wie der Tunnel aussehen soll später. Krasses Projekt. Yes, what's up? Everything okay? Ja. Yeah. Paul hat mir jetzt gerade alles organisiert. Schaut mal, Sicherheitsschuhe, ein Helm und eine Weste. Und ich kriege jetzt gleich noch ein Security Briefing. Und dann kann ich mich einfach, dann gehen wir zusammen in den Tunnel rein und schauen uns die ganze Scheiße mal an. Ich bin richtig gespannt, ich habe sowas noch nie gesehen und werde das wahrscheinlich auch nie wieder in meinem Leben sehen. Ich habe mich jetzt komplett umgezogen, Leute, und ich sehe jetzt aus wie einer, der hier arbeitet. Richtig gut. Und jetzt nehmen wir hier so ein Auto und fahren zu dem Tunnel hoch. Wir sind jetzt auf der Baustelle angekommen und schaut mal, hier liegen die ganzen Segmente, die nachher für den Tunnel benötigt werden. Und 9 von diesen Stück ergeben einen kompletten Ring. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, wie verdammt groß dieser Tunnel einfach ist. Und mit dem Aufzug fahren wir jetzt runter zu den Tunnels. Schaut mal, hinter mir ist der Tunneleingang. Richtig krass, Mann. Ich bin so happy, mal sowas zu Gesicht zu bekommen. Also echt, das ist was Außergewöhnliches, würde ich mal behaupten. Wir gehen jetzt in den Tunnel rein, Leute. Oh, schaut mal, wie geil das hier aussieht. Mit solchen Trucks werden die Segmente in den Tunnel reingefahren. Also hier oben legen die dann drauf, hier. Wir sind jetzt an dem Teil angekommen, an dem Paul arbeitet. Und er arbeitet an diesen Passagen, die die zwei Tunnel miteinander verbinden. Hier ist der Haupttunnel und auf der anderen Seite ist auch nochmal ein Tunnel. Und ja, er kümmert sich hier drum und ist so krass. Er hat mir gerade alles erklärt, wie das funktioniert, wie das hier alles zusammengeschoben wird und so. Ist nur ein bisschen laut hier, Leute. Hier ist die Tunnelmaschine, die frisst sich hier durch den Sand durch. Das ist richtig interessant, Mann. Vor diese Tunnelmaschine wird irgendein Schlamm gepumpt und danach wird es gebohrt. Alles ganz komisch. Hier hinten wird gerade geschweißt, ich will mir meine Augen nicht verblitzen. Aber hier ist auch eine Hitze drin, es ist unglaublich. Ich schwitze schon die ganze Zeit. Und wir laufen jetzt zu so einer anderen Passage, wo wir rüber in den anderen Tunnel können. Und dann versuchen wir ein Auto zu nehmen und ganz zum Ende zum Tunnel zu fahren und die große Bohrmaschine zu sehen. Ah, das ist so spannend, so cool. Und ja, wir sind jetzt auch 50 Meter unter der Wasseroberfläche. Also es sind 25 Meter Wasser und dann 25 Meter Erde. Und ja, so krass. Also wenn die hier einen Fehler machen, das hier alles außenrum ist wasserdicht, aber diese Passagen, wo es in den anderen Tunnel runtergeht, wenn die hier einen Fehler machen, wird der ganze Tunnel geflutet und alle Leute, die hier drin sind, sterben. Und so sieht die Rückseite von der Tunnelmaschine aus. Also die Tunnelmaschine ist jetzt hier hinten und die kommt jetzt hier so rausgefahren und geht dann in dieses Ding rein, dass auch ja kein Wasser eindringen kann. Also schon krass, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Wie ihr seht, der ganze Boden ist nass. Hier wird immer Wasser gespritzt, weil hier sonst so viel Staub drin wäre, dass man kaum atmen könnte. Und wir versuchen jetzt mit dem Auto hier bis zum Ende zum Tunnel zu fahren. Schauen wir mal, ob es geht. Let's go. Wir sind jetzt in einem Teil von dem Tunnel angekommen, wo es noch keine Straße gibt, also keine Fläche. Und schaut mal, jetzt sieht man hier den perfekten Kreis. Und hier hinten kamen wir gerade runter. Und ja, hier oben, da wo das Ding aufhört, ist dann flach. Also die bauen hier jetzt weiter. Die bauen jetzt hier diese Ebene mit rein. Aber ja, jetzt da vorne ist die Tunnelmaschine. Hier ganz, ganz da vorne. Und da laufen wir jetzt mal hin. Wir sind jetzt in der Tunnelmaschine angekommen und es ist eine der größten Tunnelmaschinen der Welt mit einem Durchmesser von irgendwie 17 Metern, was extrem viel ist. Leute, so sieht die Tunnelmaschine aus und wer hat's gedacht? Made in Germany, natürlich. Und schaut mal, es ist ein bisschen arg windig, aber die Maschine, die drückt sich hier mit diesen Hydraulikdingern, drückt sich hier vorwärts. Und später, wenn es dann genug nach vorne gefahren ist, fahren zwei von denen ein. Die setzen einen so ein Segment ein und dann wird wieder gedrückt und keine Ahnung, es ist richtig krass, Mann. Also ja, so sieht es aus. Die machen ungefähr 20 Meter am Tag. Stell dir das mal vor, wie lange das dauert. Die Maschine läuft jetzt gerade nicht. Normalerweise würde sich die ganze Scheibe hier drehen, permanent. Schaut mal, wie das angetrieben wird. Wow. Und mit diesem Ding hier werden die Segmente hier reingebracht und dann hier abgelegt, hier unten. Hier kommt dann jetzt bald ein neues Segment rein und ja, dann wird sich wieder weiter gedrückt. So krass die Technologie heutzutage.
hier hinter mir geht es in den Bohrkopf rein, Leute. Also hier hinter ist 5 Bar Druck. Und er hat mir gerade erzählt, dass die hier Mitarbeiter haben. Die leben einen Monat lang in der kleinen Kapsel. Und die werden dann hier reingebracht. Und ja, die leben permanent auf 5 Bar Druck. Und die gehen dann hier rein in den Dreck und reparieren den Bohrkopf, wenn der kaputt ist. Stell dir mal vor, wie krass das ist, auf 5 Bar Druck. Und die Kapseln, in denen die leben, werden hier reingefahren und werden dann hier hochgebracht. Und die gehen dann direkt hier rein. Es ist alles miteinander verbunden. So krass, hey. Nur, dass ihr mal so eine kleine Idee davon bekommt, was so eine Tunnelmaschine hinter uns kostet. Es fängt irgendwie bei 200 Millionen Euro oder so an. Aber was mich am meisten fasziniert hat, sind einfach die Arbeiter, die echt vor dem Bohrkopf gehen. Und die leben halt in der Kapsel für einen Monat lang auf 5 Bar Druck. Ich weiß nicht, ob man es vorhin richtig verstanden hat. Deswegen erzähle ich das Ganze jetzt nochmal. Aber stellt euch das mal vor, ihr lebt einen Monat lang in der Kapsel auf 5 Bar Druck. Nur, dass ihr dann da den Bohrkopf reparieren könnt. So was Krasses. Die haben bestimmt ein gutes Gehalt, die Leute, die sowas machen. Aber ja, ich mache lieber YouTube-Videos, Leute. Eine Chance, sowas zu sehen, werde ich wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben haben. Und besonders nicht während dem Reisen. Also, ich bin richtig, es war richtig cool, dass das heute geklappt hat. Und dass ich mir einfach hier alles angucken konnte. Und vor allem, dass ich auch alles filmen durfte. So geil. Also echt, danke an Paul für dieses Erlebnis. So sieht der Fräskopf aus, mit dem die Passagen gebohrt werden. Schon krass, oder? Wir haben endlich eine Mitfahrgelegenheit bekommen, nachdem wir schon 2 Kilometer durch den Tunnel durchlaufen. Wir können jetzt in einem Truck mitfahren. Jetzt wird es ganz interessant, Leute. Wir sind jetzt bei diesen Kapseln angekommen, in denen die Leute leben, bevor die die Bohrköpfe reparieren. Und schaut mal, so sieht es innen drin aus. Hier leben die für einen Monat. Das hier ist das Schlafabteil. Und die haben hier ganz arg viele verschiedene Abteile. Das hier ist für Medizin und alles Mögliche. Das ist das Medical Thing. Und das hier ist zum Schlafen. Hier wird das ganze Gas abgemischt, Leute. Schaut euch das mal an. Und die atmen Trimix, so wie beim Deep Diving. Also wenn man irgendwie unter 50 Meter will. Und hier hinten wird alles überwacht. Die haben da Kameras drin und auch ein Funkgerät, mit denen die dann kommunizieren mit den Leuten, die da drin leben. Und ja, die leben da für maximal 28 Tage. Das ist so krass. Das hier ist das Shuttle und das fährt dann nachher auf diesen Gleisen hier unten, fährt bis zu dem Tunnel runter. Und ja, das haben wir vorhin gesehen, den Anschluss. Also hier gehen die dann alle rein und die arbeiten dann jeden Tag für 28 Tage. Das ist richtig krass, gehen die raus und wenn die zurückkommen, müssen die in eine Dekompressionskammer. Die hier ist die Dekompressionskammer und da müssen die dann auch 4 Tage lang drin bleiben, wieder auf den normalen Druck angeglichen zu werden. Also erst wird dann 28 Tage gearbeitet, dann 4 Tage Dekompression und dann dürfen die das erste Mal wieder in die freie Luft. Stellt euch das mal vor, die sind komplett abgetrennt für über einen Monat. Die haben bestimmt ein sehr, sehr gutes Gehalt, Leute. Und ja, sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist so krass. Schaut euch das an. Hier klettern die dann rein. Die ganzen Kapseln werden alle miteinander verbunden, dass auch ja kein Druck verloren geht. Und ja, die Kapsel wird dann da reingeschickt. Und dann ist 2 Stunden das Transport bis zum Tunnel. Und 6 Stunden sind die dann am Arbeiten da drin. Das war es auch schon von diesem krassen Tag. Es war so eine krasse Erfahrung, Leute. Ich bin immer noch total geschockt, was ich heute alles erlebt habe. Und Paul fährt mich jetzt wieder zum Ausgang und dann nehme ich den Bus zurück ins Apartment und ich bin so nass geschwitzt, nur vom Rumlaufen. Es ist einfach so krass gewesen. Ich gehe erstmal schön duschen. Ne? Ich habe mich jetzt wieder umgezogen, muss jetzt meine ganzen Sachen hier zurückgeben und dann geht es auch schon zurück ins Apartment duschen. Ich bin wieder zurück im Apartment. Tom ist auch wieder daheim und hier, der Kollege, der Johnny, der geht jetzt. Der fliegt jetzt nach Taiwan. Back to Taiwan, back to Vietnam, my Freundin. Where I met you. Ja. Er geht jetzt genau dahin, wo er mich getroffen hat. Er macht wieder einen kurzen Urlaub. Er macht jetzt ein bisschen Taiwan und danach Südkorea. Jo, und heute Abend. What are we doing tonight, Tom? You're going to feed in this video. Mr. Maybe Wongs. Go get some food and have Mr. some drinks. Yeah, we're going to Mr. Wongs. Mr. Wongs. Okay, bye-bye. Follow me. Bye-bye. Goodbye. Say bye-bye to the viewers. How do you say goodbye, Jerm? Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen, meine Freundin. Ja. Du? Es geht los. Läuft. Wir sind bei Mr. Wongs angekommen, Leute, und schaut mal, was da drin sitzt. Nur Touristen. Deswegen wollte ich hier eigentlich nicht herkommen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Deutschland. Ja, und Mr. Wongs ist voll und deswegen sitzen wir jetzt auf einer Baustelle, Leute. Der hat uns jetzt einfach knallhart den Tisch hier auf die Baustelle gestellt. Und ja, die ist hier hinten, also hier hinten ist Mr. Wongs. Und ja, er hat gesagt, pscht, 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 pscht. Also wir sollen es eigentlich keinem sagen, aber ich wollte das Abendessen ja schon filmen. Und für 60 Hongkong Dollar kriegt man hier unlimitiert Bier und unlimitiert Essen. Also wird bestimmt ein ganz lustiger Abend. Jetzt kam gerade ein Typ her und hat uns einfach die komplette Box Bier auf den Tisch gestellt. Wie geil ist das denn? Wir bekommen jetzt unser Essen. Es gibt Reis, Frühlingsrollen, Dumplings und hier gibt's Brokkoli. Sehr cool. So sieht übrigens eine Moskito-Killing-Machine aus. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Wir sind zurück im Apartment und das Essen bei Mr. Wongs für 60 Dollar war ich echt ganz akzeptabel. Und ich bin jetzt hier gerade ein bisschen am Video schneiden. Ich hänge jetzt noch diesen kleinen Schnipsel hinten dran. Dann ist es fertig. Lad dann auch über heute Nacht hoch. Ich hoffe, es klappt. Und heute war auch schon mein letzter Tag hier in Hongkong. Morgen geht's schon weiter. Richtig nice. Morgen geht's ins nächste Land. Aber nur für einen Tag, weil es nur ein Transit. Und ja, wir hatten hier echt eine richtig coole Zeit. Ich bin ja eigentlich nur wegen meinen Kumpels hingekommen. Deswegen habe ich auch keine Sightseeing-Sachen gemacht. Hätte auch irgendwie gar keine Lust, mir die ganzen Sightseeing-Sites hier anzuschauen. Und jetzt ist es Zeit, Goodbye zu sagen. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, Paul. I will miss you. Me too. Bye-bye, Simon. Enjoy. Bye-bye, Germany. Oh, auf Wiedersehen. Oh, auf Wiedersehen. Okay. Bye-bye. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.